Willkommen, liebe Clasher, bei mir im Thorsten Radtod, meinem Clan Dead Reaper. Ja, ich bin mit meinem Rathaus 9 Account wieder unterwegs, aber ihr habt es im Thumbnail gesehen, kurzer Break. Der Account hier macht einen kurzen Break, nämlich beim kleinen Pokale pushen. Ihr seht das, ich bin jetzt schon in Kristall 3, also kurz vor Kristall 2 und muss aber eine kurze Pause einlegen, denn ich bin im Clankrieg mit dabei. Habe ich mich ein bisschen mit verpeilt, muss ich sagen, denn ihr seht das, rechts, links, meine Lager sind noch gar nicht fertig. Die werde ich aber auf jeden Fall gleich fertig gemmen, denn ich habe mich um einen Tag und 9 Stunden nämlich vertan. Ich habe noch gar nicht alle Truppen und ich wollte erst CK spielen, wenn A, meine Queen auf 5 ist und ich auch volle Truppenanzahl habe. Das habe ich aber gleich, ich werde das gleich fertig geben. Und bevor wir aber hier loslegen im Clankrieg, beantworte ich kurz eine Frage vom Minecrafter Ultimate. Kannst du mal Verteidigung von meiner Base zeigen? Ja, von dieser Base hier kann ich euch natürlich eine Verteidigung zeigen. Wenn der Gegner so angreift, wie, ja, ihr seht das hier, ich habe hier ein paar Defenses won, aber ich meine, es gibt hier auch dann so ein paar, na, so einen hier. Da weiß ich weiß gar nicht, was den geritten hat. Ich meine, es sind 49%. Ah nee, das war ja noch, das war gar nicht auf die Base hier. Wartet. Natürlich wartet ihr. Defense Lock. Wo jemand hier so seine Sachen reingespammt hat? Jetzt finde ich das nicht wieder. Oder ist das gar nicht auf dem Account hier? Oder war das gar nicht auf diesem Account hier? Okay, dann habe ich jetzt die richtige Defense gefunden. Es ist diese hier gewesen. Und ja, das ist jetzt schon meine Base. Die anderen waren alle noch meine alte Base. Ich meine, wenn der Angreifer natürlich so hier reinkommt, dann ist es kein Wunder, dass er hier ja, alle seine Hawks eigentlich verliert an meinem Babydrachen und an meinem Clanburgdrachen. Also ja, ich weiß nicht, was den geritten hat. Dann verteidige ich diese Base natürlich. Die Base ist... Es ist eine Farmbase, es ist keine Trophy-Push-Base und dazu müsste ich sie so ein ganz kleines bisschen modifizieren. Kann ich euch gleich auch zeigen, das werde ich auch machen, denn man kommt natürlich über die Seite oben relativ leicht immer ans Rathaus ran, so dass ich eigentlich in der Regel natürlich verliere. Hier habe ich mal gewonnen, ich meine, das ist ein Dödel, der Angreifer hier, kann man nicht anders sagen. Hier hat er alle seine Truppen verballert und hat hier im Endeffekt nichts geholt, außer so ein bisschen Elex, das war's. Und aber wenn man die Base hier so ein ganz, ganz kleines bisschen umstellt, dann kann man hier auch eine Base rausmachen, mit der man, wo man das Rathaus in der Mitte hat, also die Skelettfallen nach hier gesetzt. Jetzt muss ich mal eben schauen. Die Mauer hier muss ich, glaube ich, umsetzen. Das Lager packe ich natürlich nicht nach außen, aber hier ist genau Platz fürs Rathaus. Und dann packen wir das dicke Lager einfach hier hin. Die meisten wollen ja eigentlich auch an dieses Lager hier. Und vielleicht noch die eine oder andere Bombe davor. Da könnte man beispielsweise diese hier nehmen, kann die hier vorsetzen und lässt die hier einfach mal weg. Und so hat man das hier so ein bisschen abgesichert, zumindest gegen Erdtruppen. Also so kann man diese Base auch spielen. Und ich hatte ja gesagt, ich muss im Clankrieg angreifen und schon relativ fett. Relativ fett hier. Denn die Base hier ist nicht gerade einfach für mich und meine Truppen. Deswegen nehme ich gleich auch diesen Obelix-Trank, also den Machttrank, damit meine Truppen wenigstens auf Rathaus Level 9 Max sind, was mein Labor hergeben würde. Und ich würde aber sagen, wir gemmen uns jetzt erstmal die Lager hier fertig. Also dieses hier kostet 93 Gems. Und das hier müsste so um die 300, ja, das passt. Das passt in etwa. Jetzt habe ich auf jeden Fall alle Truppen. Ich habe 220, habe auch schon nachgebaut. Und will jetzt aber nochmal eine andere Truppe eben nachtrainen. Das ist diese hier. So, jetzt habe ich 220 Truppen. Ich habe alle Zauber. Ihr seht, wir sind ein Clan, Level 3 Clan. Ich habe also maximal jetzt 2er Bowler hier in der Clanburg, weil wir auch kein 11er Max Out hier haben. Das macht aber nichts. Ich habe 3 Heilzauber, einen Sprung. Der Sprung geht im Moment bei mir im Labor auf 2. Ich denke mal, das ist ein Zauber, den brauche ich sehr, sehr häufig. Ich würde sagen, ich springe aufs Tablet und mache meinen ersten CK-Angriff mit meinem ganz frischen Rathaus 9. Okay, ihr seht das an den breiten Rändern hier, beziehungsweise an den schwarzen Rändern rechts und links. Ich bin jetzt auf meinem Tablet und würde jetzt erstmal den Trank nehmen, dass ich meine Truppen auf einen erhöhten Level habe. Eine Stunde, das müsste diese Flasche hier sein.
Die usen wir mal. So, jetzt müsste ich eigentlich hier ja alles Max-Truppen haben. Was heißt Max-Truppen? Also für meinen Rathaus-Level Max-Truppen. Und ich würde sagen, wir gehen rein. Ich habe zwei Giftzauber. Ja, passt alles. Passt alles. Ich bin ultra nervös, muss ich sagen. Denn so eine schwere Base gleich mit meinen Truppen, das ist nicht einfach. Das kann ich euch sagen. Das wisst ihr selber. Die, die RH9 sind, wissen das selber. Gerade so zum Start. Und ich vermute hier am Bombenturm zwei Riesenbomben und hier hinten zwischen den beiden Lagern, glaube ich. Wir wollen mal gucken. Ich würde auf jeden Fall auf dieser Seite hier reinkommen. Und ich würde sagen, wir attacken jetzt. Es kann sein, dass ich ein bisschen leiser werde. Denn ich muss mich jetzt kurz mal konzentrieren. Auch das sage ich natürlich immer. So, die dürfen wir nicht vergessen hier außen. Und dann schicken wir schon mal einen Golem da rein. Der zweite Golem, ich muss jetzt mal gerade schauen. Ich hoffe, der zweite Golem, ah, der geht da auch hin. Okay, der zweite Golem geht da auch hin. Jetzt muss ich den Minenwerfer erst einmal schießen lassen. Da hat er jetzt geschossen. So, dann müssten jetzt hier meine Mauerbrecher reingehen. Ja, das machen sie auch. Und dann kann ich jetzt hier King und Queen mit reinschicken. Kann hier die Bowler-Meute mit reinschicken. Und muss hier jetzt schon. Oh, das war natürlich jetzt ein bisschen doof. Jetzt habe ich nicht den richtig guten Gift hier genommen. Ist aber, glaube ich, nicht so schlimm. Meine Queen ist auf jeden Fall am Drachen. Und beides ist da jetzt in Gift in der Mitte. Und ich zünde jetzt einfach mal mein King. Ah, da seht ihr es. Da waren die beiden Bomben. Und ich fange, glaube ich, hier hinten an. Ich fange genau auf der gegenüberliegenden Seite mit meinen Hogridern jetzt an. Das muss ich einfach mal machen. So. Jetzt habe ich hier natürlich nichts. Nix für einen King. Nix für einen King. Das ist doof. Ach, das ist wieder ärgerlich. Das ist wieder sehr, sehr ärgerlich. Ich habe nichts für einen King und die tüppeln hier jetzt irgendwie so durch die Base durch. Oh Mann, ey. Oh. Ja, mal gucken. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Heilung nochmal hier rein. Oh, da ist die Doppelbombe. Oh. Aber die Hogrider, da kommt. So, jetzt muss ich aber hier schon mal ein bisschen für Clean-up sorgen. Einmal da, einmal da, einmal da. Oh, meine Queen habe ich natürlich vergessen. Super. Aber. Oh, das sieht gut aus. Oh ja, oh, das sieht super aus. Scheiße. Na komm. Oh, jetzt macht die kleinen Skellies weg und oh nein, jetzt müssen die alle gleich noch zum. Die müssen gleich alle noch mal in die Mitte. Scheiße, der King. Och nö. Ich habe meine Queen total vergessen beim Hogrider setzen. Oh, da fliegen noch so ein paar weg. Aber es sind ja ein 5er Hogrider, wenn die gleich den King in die Nähe kommen. 1 Minute 6 haben wir noch. Dann müssen die den eigentlich kaputt machen. Zumindest mein Lucky, aber ich denke mal, der Lucky hier unten, der geht gleich in der Luftbombe hoch. Und jetzt sind die da schon am RH und jetzt fängt er nämlich schon an, auf meine Truppen rumzukloppen. Okay, das Rathaus haben wir. Ah, jetzt der Lakai. Oh, die armen Schweinereiter. Jawohl, das war's. Sauber. Super gemacht, glaube ich. Puh, mir fällt ein Stein vom Herzen, echt. Mann, Mann, Mann. Da kann ich meinen zweiten gleich auch noch machen. Eieiei, 100%ig yes. Ah, super. Super Sache, ich mache mal kurz einen Break. Ich muss mich mal eben wegfreuen. Man muss mal sehen, welche Nummer ich jetzt machen muss mit dem RH9 und ich denke, den machen wir auch noch. Okay, das wird ein bisschen dauern. Game is closing. Okay, also kleine Wartungspause und nach der Wartungspause mache ich aber sofort weiter. Okay, die Wartung ist vorbei und daran merkt ihr, wie eng ich eigentlich hier aufnehme und wie tatsächlich wenig Zeit ich auch eigentlich jetzt dafür habe, denn ich bin zwar jetzt am Aufnehmen, bin auch zu Hause, ich bin aber auch am Arbeiten zu Hause und ich stecke in ziemlich harten Projekten und mache dieses hier wirklich im Moment nur nebenbei. Ich muss mal sehen, wann ich mal wieder abends dafür Zeit habe. Aber ich habe hier meine zweite Armee am Start und ihr seht sie hier, ich habe mal was mit Hexen gemacht. Mal sehen, ob es klappt. Die Base, die ich jetzt machen muss, ist sehr, sehr unbequem. Was natürlich noch dazu kommt, ich kann mir gar keine Wiederholung angucken. Auch mal wieder super. Ja, nur die Wiederholung von den Angriffen, die in oder nach der Wartungspause gelaufen sind. Das sind zwei Stück. Aber ich hatte mir vorher schon die Angriffe glücklicherweise angeschaut. Nur, ich weiß nicht, wo überhaupt eine Falle ist bei der 8 hier. Liegt einfach daran, dass die komplett mit Luft angegriffen wurde hier. Und ich gehe jetzt trotzdem mal rein. Ich weiß nicht, wie es klappt, ob es klappt. Ich weiß, dass hier hinten eine Tesla-Farm hockt. Da muss ich zumindest ganz, ganz hart rein mit was auch immer. Ich muss mal sehen, wie ich da die Lager wegkriege. Und ich würde sagen, ja, ich kann ja nicht mehr als. Was ist das denn? Was ist das denn? Ja, habt ihr das gerade gesehen? Eigentlich habe ich ja
hier alles auf Max Level für mich. Und wenn ich jetzt aber reingehe, war das jetzt gerade nicht so? Wenn ich jetzt aber reingehe und sage, nicht Map, Mann, Toto. Mann. Ach, immer dies verklicken und sage jetzt Attack, bin ich ready? Hä? Dann sind meine Truppen jetzt doch nicht maxed. Was ist das denn? Ist das ein Bug? Ich glaube, ich logge nochmal aus. So, ich lade jetzt nochmal gerade. Ich habe nochmal gerade ausgeloggt. Also es gibt kein Update und gar nichts. Da muss ich jetzt echt mal checken. Das scheint mir ja dann Bug zu sein. Also hier habe ich den Stärkungstrank genommen. Alles maxed. Und wenn ich jetzt in den Angriff reingehe, dann scouten wir mal hier. Und jetzt sage ich aber auch Attack. Nichts mehr maxed. Nichts mehr maxed. Das ist doch ein Bug. Oh Mann. Aber jetzt habe ich sie wieder. Oh. Mann. Supercell, was machst du nur? So, 1, 2, 3. Ich starte wieder in den Ecken und gucke mal, dass ich jetzt hier die Hexen so ein bisschen geheilt bekomme. So, 1, 2, 3. Und dann würde ich sagen, gehen wir hier mal mit einem Golem rein, ziehen hier die restlichen Hexen hinterher, Clanburg hier rein. Hier kann man, also ich spamme hier jetzt meine Truppen mal ganz, ganz bewusst hier rein, mal sehen, wo die denn so überall so hingehen. Schauen wir mal, die Mauerbrecher sind schon mal suboptimal gelaufen. Das ist aber nicht so schlimm. Jetzt kommt aber schon die Clanburg. Oh, und die... Die müssen wir wegmachen. Die müssen wir in jedem Fall wegmachen hier. Und dann gucken wir mal, wie das hier jetzt weiter reingeht. So, jetzt geht es hier zumindest schon mal durch die Mitte durch. Aber jetzt müssen sie sich natürlich hier komplett durchprügeln. Und das wird richtig, richtig hart an der Stelle. Oh. Aber an der Seite gehen die eigentlich noch ganz gut. Aber in der Mitte. Ich habe ja nichts in der Mitte weggekriegt. Eieieiei. Das ist suboptimal gelaufen, würde ich mal so sagen. So. Gucken wir mal, dass wir hier so ein bisschen wenigstens ein bisschen Cleanup kriegen. Hier hinten muss ich es, glaube ich, gar nicht probieren. Am Rathaus, konnte ich zumindest die Kanone so ein bisschen ablenken hier. Mal sehen. Okay, dann kriegen wir wenigstens einen zweiten Stern hier. Ich glaube, drei Sterne wären das auf gar keinen Fall. Dafür war der Angriff einfach zu schlecht, hätte ich mal fast so gesagt. Jetzt muss ich die Queen auch noch zünden und habe jetzt zwar Heilung dahinter, aber es wird nicht reichen. Es wird ja nicht reichen und ist aber nicht so schlimm. Unten sieht man es jetzt auch, Army boosted, also Mann, jetzt ist meine Queen zwar unter Heilung, aber mein Heiler da oben kriegt natürlich ein bisschen Beschuss. Ah, ist egal, wir lassen ihn mal auslaufen. Hexenangriff mit Heiler ist mir noch nie so richtig gelungen. Es hatte die Tage jemand in den Kommentaren geschrieben, mit Heilern, ja, kann man machen, nur die Hexen hier so loslaufen lassen, das habe ich noch nicht angetestet, ob das wirklich bringt. Jetzt müssen die natürlich hier den Flächenschaden machen. Naja gut, 80%. Ich glaube, das Ergebnis ist auch nicht besser als das von meinem Vormann. Ich glaube, der hatte 84% oder so gemacht. Müssen wir mal schauen. Und ich muss hier in diesem Clankrieg, Riesenbombe da, ich muss in dem Clankrieg noch mit Avatar ran, also mit meinem Rathaus 10. Und das werde ich euch auch für euch festhalten. Die mache ich allerdings erst später, die Angriffe, wenn ich richtig Luft dazu habe, denn ich muss die 1 und die 2 hier machen, also auch eine ganz spannende Kiste. Und gucken wir mal, 88%, mal sehen, ob wir da prozentual wenigstens besser waren als unser Vordermann. Wir waren etwas besser, ja, 88%, okay. Ist nicht so tragisch, ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Lebenszeichen von mir, also kurzer Break hier beim Pushen. Ich pushe jetzt in jedem Fall weiter, allerdings nicht mit der Hexentruppe, sondern ich nehme die Hawkrider-Truppe. Mit der komme ich im Moment ganz gut zurecht. Ich kriege die Ressourcen ganz gut ran. Ich würde sagen, wir sehen uns diese Woche in jedem Fall wieder. Bis dahin, euer Toto. Best.